Ja, wir kriegen das hin, glaube ich. Also, ja genau, außer Tüchern gibt es hier Betten. Die Firmen heißen Joka, Yatsan, Ergo Vital. Also nicht Porsche, Lamborghini oder Maserati, so wie wir das kennen, sondern eben anderen Namen. Aber es ist ja auch eine andere Messe. Und was wir auch nie vergessen dürfen, ganz wichtig für Videos, Parfüm. Was sollen denn die Leute denken, die sich das Video angucken? was auch immer du bist, ich will, weiß nicht, will ich darauf schlafen? Oha, greif mal rein. Das fühlt sich, wisst ihr, wie sich das anfühlt? Kennt ihr noch aus dem Yps-Heft? Diese klebrige Klatschhand, diese fiese? Dieses ganz, ganz fiese Zeug, so fühlt sich das an. Tja, ich hab da, also, wenn ich es nicht genau wüsste, würde ich sagen, das ist nicht zum Schlafen. Oder in der größten Not oder sonst irgendwas. Was hast du denn? Fass mal an hier. Tolle Messe. Scheiß Laune. Scheiß Kippen verloren. Aber erfolgreich eine geschnorrt. Und auch den Kabelsalat hinbekommen. Wo wir dann gleich feststellen, dass wir wieder nur Chaos gemacht haben und nur Blödsinn. Nein, die Messe ist soweit schön, aber wir gucken uns gleich nochmal alles ein bisschen detaillierter und genauer an, damit wir euch mal zeigen können, was es hier so zu gucken gibt. Bis jetzt haben wir nur Betten gesehen. Und das, was ich gesehen habe, also darauf will ich nicht schlafen. Das war so eine Gummischose irgendwas und das fühlte sich an, als könnte man das mit einem Lappen sauber machen. Ich will nicht in einem Bett schlafen, das man mit einem Lappen sauber machen kann. Ich habe es immer vermieden, in Betten aufzuwachen, die man mit Lappen sauber machen kann. Also, lass das bleiben. In der Bibel steht, tu es nicht. Varianten waren schon immer dort und dann gab es im Laufe der letzten 50 Jahre immer verschiedene Arten, dass man bis hin zu einer kleinen oder zu einer ganz kleinen, die nur 10 cm im Durchmesser hatte. Wir haben die noch ein bisschen verfeinert unten im Fuß, sodass sie halt einen weicheren Übergang zu der Fußplatte haben. Zimmer haben, meine Wände sollen farbig sein, meine Chairs sollen farbig sein. So, Marco, jetzt sag mir noch mal eben, ich bin da nicht, obwohl ich das Design seit Jahren schon kenne, wie ist der Name dieser Lampe? Wie ist der, Also wir sagen ganz schlicht die pH-Leuchte. Die pH-Leuchte. Zu erkennen sind sie wirklich an den drei Shades, an den drei Gläsern, sodass du egal von welchem Winkel du jetzt nie wirklich geblendet. Dieses andere Gemüse, was ja alternativ auf dem Markt von der Brokkoli ist, klare Form, die wir immer in der Natur haben. Romanesco. Romanesco, jetzt haben wir es, genau, ja. Romanesco, genau. Romanesco-Effekt. Ist das schön hier? Oh, das ist aber schön hier. Oh, weißt du was? Die Couch ist viel bequemer, als sie aussieht. Aber das ist wieder eine von diesen schönen Couchen. Man sitzt hier, man hat natürlich nichts zum Annehmen. Nein, man sitzt wirklich super. Das ist hochwertig, höchstwertig, um es mal ganz vorsichtig zu sagen. Da oben hängt irgendwas von Henri Matisse. Wie nennt man das? Ein Mobile? Silvio, wie nennt man diese Dinger, die da oben schweben? Ein Mobile? Ja. Weißt du, von wem dieses Mobile ist? Guck mal hin. Von wem ist das? Ihr dürft raten, von wem es ist. Ich sag Matisse, Henri Matisse. Oder? Ich alten Klugschießer. So. So, Konkurrenz. Hier ist ein anderer Fotograf und ich ärgere den jetzt. Wer kennt denn noch so Firmen wie Laura Ashley oder sowas? Kennst du das noch? Doch, doch, das war doch dieses bunte Zeugs. Und ja, wenn man böse war und nicht artig, musste man die Eulini-Sachen am Sonntag anziehen.
Ich meine, was kennt man schon alles? Es geht um Couchen, um Möbelstücke, es geht um alle möglichen Sachen, die man schon tausendmal gesehen hat. Und trotzdem schaffen es die Leute, immer wieder was Neues daraus zu machen. This is the ES Cloth & Company. We have two very iconic brands from the United States, Heirloom and Cloft. 100% American design. And what we're doing, we're taking our American design, our looks, our feels, our qualities, and bringing it to the rest of the world. Tell us, what I like very, very much about your brand is you're not trendy. We use the finest Tele latex in the world. We have cashmere, Joma wool, silks. We use very exotic things. We search the world in materials to put into our products. Ich sehe Pusteblumen. Siehst du die Pusteblumen? Da oben. Wieso filmen wir da welche? Wieso filmen wir da? Filmst du? Ja. Es ist gutes Licht. Es ist hell. Ja, Jazz, gute Musik. Peter Maffay, aber nee, Peter Maffay spielt Bongos. Der Typ sieht original aus wie Peter Maffay. Warte. Das ist ja Quatsch auch, ne? Also...